Willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich über ein paar Themen rede. Und wir haben gerade den 13. Februar, 20.40 Uhr. Und ihr müsst wissen, habt ihr dieses Video schon mal, ist immer fokussiert? So. Sorry. Habt ihr dieses Video schon mal am 13. Februar aufgenommen und dachte mir so, nee, die Aufnahme ist nicht so gut. Dann habe ich das Video am 5. Februar nochmal aufgenommen und habe jetzt eineinhalb Stunden probiert, das irgendwie synchron zu kriegen, aber irgendwie ist die Aufnahme asynchron, beziehungsweise die Aufnahme ist bei Adobe asynchron, also mein Schnittprogramm. Und ich dachte, hey, es hat irgendwie nicht geklappt, dass ich das synchron bekommen habe. Jetzt haben wir den 13. Februar und ich nehme es wieder neu auf. Hey, ja, ich möchte über ein paar Themen reden, die auch von euch Zuschauern mir in den Streams erzählt wurden oder halt in den Kommentaren. Ein Thema, was doch uns alle beschäftigt, würde ich mal sagen, ist das Thema, dass man doch teilweise von Deutschen ausgegrenzt wird. Das aus sehr komischen Gründen in meinen Augen, denn ich glaube, jeder Mensch wurde schon einmal ausgegrenzt. Nur so als Beispiel, weil mir das gerade auch heute erzählt wurde, weil ich bin echt jemand, ich mag es, mit Leuten über persönliche Themen zu reden und auch vielleicht mal über tiefe Themen zu reden, wo Leute halt sich denken, hey, das ist mir viel zu privat. Ich bin ja jemand, ich mag das echt gerne irgendwie. Und da habe ich auch heute mit einer Mitarbeiterin halt, ich bin zurzeit bei einer Kita angestellt, da ich halt im Zivildienst bin zurzeit und mache gerade den langen Einsatz, der 180 Tage lang geht. Ich glaube, am 13. August bin ich dann fertig, aber vielleicht wird das noch verlängert, vielleicht auch nicht, dann bin ich am 3. August fertig. Und dort gibt es halt eine Mitarbeiterin, die hat halt mir gesagt, dass sie zum Beispiel wie ausgegrenzt wurde, weil sie halt einen ausländischen Nachnamen zum Beispiel hat und halt auch nicht 100% Schweizerin ist und hat eine dunklere Hautfarbe hat. Und das ist irgendwie schade, dass Leute halt einfach ausgegrenzt werden wegen ihrer Hautfarbe oder weil die auch nicht 100% aus der Schweiz kommen, was halt echt mega doof ist, weil diese Person dort finde ich mega nett. Und ja, da hat sie zum Beispiel auch noch gesagt, dass sie zum Beispiel eine Freundin hatte, die sie als wahre Freundin angesehen hat, und eines Tages hat die Freundin halt neue Leute kennengelernt und dann sie komplett ausgegrenzt und ignoriert und auf einmal war alles vorbei, wo ich halt auch dachte, das ist schade. Und da wurde es ja auch wie auf einmal ausgegrenzt von ihr. Was auch noch so ein großer Punkt ist, wo Leute ausgegrenzt werden, ist, ich weiß nicht, woher das wirklich kommt, aber das Thema Markenklamotten. Ich selber bin jemand, ich trage zum Beispiel gerne mal bei einigen Dingen Markenklamotten, aber ich bin niemals jemand, der damit rumflext oder jemand, der andere Leute ausgrenzt, wenn sie vielleicht irgendwelche Klamotten tragen, die vielleicht nicht von einer heftigen Marke haben. Und jeder, der irgendwie ausgegrenzt wird, weil er halt keine Markenklamotten trägt, macht doch irgendwie keine negativen Gedanken darüber. Die Leute, die auch deswegen ausgrenzen oder dumm anmachen oder sonst irgendwie mobben, weil er halt keine Markenklamotten hat, das ist komplett unnötig von denen und das ist echt schwach von der Persönlichkeit her, wenn man halt Leute deswegen runter macht, weil sie keine Markenklamotten tragen. An alle Leute, die irgendwie Leute ausgrenzen, weil die keine Markenklamotten tragen, stellt doch bitte nicht auf ein unnötiges Podest hoch, nur weil ihr halt irgendwie Kleider trägt, die halt eine Marke haben. Das ist ja vollkommen unnötige. Und übrigens, was ich irgendwie Augenringe habe, irgendwie fällt es mir manchmal auf, wenn ich Fotos von mir mache oder sonst wie ich selber filme, dass ich irgendwie Augenringe habe, aber ja, ist halt so. Wobei ich könnte jetzt irgendwie schlafen gehen, denn ja, in der Kita gibt es jemand, die halt meine komplette Aufmerksamkeit öfters will. Ich muss da echt noch strenger werden bei der Kita. Das ist jemand, die will mit mir immer tanzen, dann kommandiert sie alle Kinder rum, dann kommandiert sie mich teilweise rum, dann sage ich ihr, hey, bitte hör auf damit, dann sagt sie nein. Und ja, aber es ist eine gute Erfahrung für mich selber. Ja, was ich cool finde bei den Kindern, die sind immer ehrlich, also die sagen, was sie denken. Na, mach mal was so, buh. Und dann die Kinder so, ah, voll witzig, und die lachen sich dann zu Tode. Das ist voll süße. Dann gibt es auch noch Leute, die halt ausgegrenzt werden wegen ihrem Gewicht, wegen der Größe, was auch immer. Wenn jetzt jemand dicker ist, ey, grenzt es, wenn nicht irgendwelche Leute aus, bitte, oder mobbt die nicht, oder macht die nicht irgendwie runter oder so. Es gibt auch zum Beispiel eine Person, ich habe gar keinen Plan, wer das ist, das wurde mir auch mal irgendwo gesagt, die war halt vielleicht 7 Jahre alt ungefähr, wurde dann von jemandem vergewaltigt und nachdem hat sie halt echt zugenommen, ihr Selbstvertrauen ist komplett gesunken und da hat sie halt zugenommen und das war so ein Moment, wo sie halt zum Beispiel sich nie getraut hat, den Partner sich auszuziehen oder halt mit dem Partner Sex zu haben, weil die hatte halt irgendwann einen Freund und niemand wusste wirklich genau, weshalb sie halt zugenommen hat und das war auch aus Frust, weil sie halt
als er vergewaltigt wurde. Und ja, dann hat es ja auch irgendwie komplett sich selber nicht gemocht, weil er ein bisschen dicker war. Also viele Leute, die etwas dicker sind, haben auch ihre Gründe, weshalb es halt zu dem kam, wo sie jetzt sind. Viele haben auch irgendwelche negative Dinge erlebt und sind generell vielleicht auch etwas trauriger. Und wenn ihr dann noch auf die eintretet und die komplett ausgrenzt, das ist ja cool. Wenn Leute halt eine schlechte Kindheit hatten wegen irgendwelchen Personen, dann kann es auch echt schädlich sein für die Zukunft. Dann kenne ich auch noch jemanden, also nicht kennen, ich habe halt auch eine Story dazu gehört. Der Typ war ein bisschen dicker, die Kinder haben ihn dann halt ausgedacht, weil er dicker war. Und dann dachte sich die Person, hey, ich zeig's euch jetzt, jetzt werde ich Bodybuilder. Und das wurde er dann auch. Aber dann irgendwie Bodybuilder, das hat sich dann irgendwann zu einer Sucht entwickelt. Und da hat er halt irgendwelche Dinge sich gespritzt und alles. Und war ein richtiges Muskelpaket. Und das alles nur entstand dadurch, weil irgendwelche Kinder ihn ausgegrenzt haben, ihn gemobbt haben, weil er halt dicker war. Und ja, Worte können halt echt einem schaden. Also schaut bitte echt, wie er da mit anderen Leuten umgeht. Dann gibt es auch noch einen Vorfall, der halt zu Hause von den Eltern richtig krass unterdrückt wird, gemobbt wird halt auf eine Art und halt einfach schlecht behandelt wird, öfters angeschrien wird von den Eltern. Dieses Kind hat dann diese ganze Wut der Eltern den Kindern nachgetragen. Er hat dann also da von den Eltern wie gemobbt wurde, die anderen Kinder in der Schule auch gemobbt. Das Ganze, was er verarbeiten muss, hat er einfach den Kindern ausgelassen in der Schule. Falls ihr solche Kinder seid, ja, es gibt im Internet einige Seiten, wo man Hilfe holen kann. Und lasst es bitte nicht bei anderen aus, weil ihr wisst doch selber, wie es ist, gemobbt zu werden. Dann zum Beispiel gibt es auch noch Leute, was halt eher vielleicht auch die Frauen betrifft, dass sie zum Beispiel in Modemagazinen halt irgendwelche Frauen ansehen und sich dann denken, oh, die sind ja voll hübsch und voll gestylt und die Haare sind voll glänzend, voll gut einfach. Und dann muss ich halt auch sagen, hey Leute, ihr schaut euch gerade Leute an in Modemagazinen, die voll gebombt sind mit Photoshop. Photoshop ist das so ein großer Teil bei diesen Modemagazinen. Ja, ihr vergleicht das sozusagen mit Leuten, die sogar noch existieren würden auf der Welt. Weil mit Photoshop kann man halt sehr viel am Face umändern. Würde ich jetzt hier ein Foto von mir machen, man könnte mit Photoshop einfach meine Augenringe komplett wegtun. Vergleicht doch einfach nicht zu krass mit irgendwelchen anderen Leuten, wie gesagt, die nicht mal wirklich so existieren auf der Welt. Und bei Jungs, ich weiß gar nicht, was dort genau ist. Ich glaube, Sixpack zum Beispiel ist ein Thema. Oder einige Jungs haben zum Beispiel Probleme mit den Haaren, dass sie halt kaum Haarwuchs haben. Oder Jungs, die einen zu krassen Haarwuchs haben am ganzen Körper, auch an der Brust zum Beispiel, wo einige Leute damit nicht so gut umgehen können, dass dies halt der Fall ist. Aber jeder Körper ist halt verschieden und auch wenn es sehr schwer ist, es bringt nicht viel, sich die ganze Zeit traurig zu denken, nur weil euer Körper so ist, wie er ist. Es ist immer besser, wenn man auch akzeptiert, wie man selber ist, anstatt immer unglücklich zu sein über die Dinge, die man halt hat am Körper. Ich weiß auch gar nicht, wie krass das verbreitet ist, aber ich glaube auch viele Leute sind selber unzufrieden mit sich selber. Ich selber akzeptiere mich so als Mensch, wie ich bin. Und natürlich, ich habe auch teilweise Probleme gehabt und es kommen auch immer noch manchmal Probleme, wo man sich halt über sich selber Gedanken macht und vielleicht ein bisschen sich über irgendetwas ärgert an seinem Körper oder an sich als Person oder an seinem Aussehen oder am Gesicht, was auch immer. Aber YouTube hat mir doch beigebracht, dass ich mich einfach so akzeptiere, wie ich bin. Ja, ein Punkt zum Beispiel, wo ich immer ein bisschen Probleme hatte, ist wegen meiner Stimme. Da ich da auch schon zum Beispiel doch auch ausgegrenzt wurde wegen meiner Stimme. Gerade bei dem Punkt, wenn es Leute gab, die mich gar nicht verstehen konnten, was ich sagte, weil mein Akzent so speziell ist. Aber auf einer anderen Art ist es doch etwas Cooles, ne? Etwas sehr Einzigartiges. Dann, ja, gibt es auch noch das Thema, die Wahrnehmung von anderen Menschen, weil viele Menschen nehmen euch anders wahr als man selbst. Man ist meistens immer sehr selbstkritisch zu sich selber. Währenddessen zum Beispiel ein Mensch hier vielleicht 20 Pickel am Gesicht hat, gibt es Leute, die, wenn sie sich neu kennenlernen würden, die Pickel gar nicht sehen würden. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ey, ich habe eine krumme Nase oder zum Beispiel ich habe jetzt eine, nennt man das asiatische Nase oder so, ich weiß jetzt so. Die Deutschen haben zum Beispiel eine andere Nase als ich jetzt als Philippiner. Na, da kann ich zum Beispiel auch sagen, oh Mann, ich habe jetzt so eine große Nase. Oder man kann sagen, hey, ich akzeptiere das. Oder ich habe auch schon mal von einem Asiaten gehört, der sich gewünscht hat, dass er Schweizer ist, weil er irgendwie sich als Asiaten nicht so akzeptiert hat. Aber ja, wie gesagt, es ist gut, wenn man versucht, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Und es gibt immer Leute, die euch so akzeptieren, wie man selber ist, auch wenn es vielleicht jetzt Leute gibt, die euch voll ausgrenzen oder euch ein Gefühl geben, dass ihr nichts wert seid oder irgendwie
komisch seid oder so, aber ich denke mal, so in der Schule sind das vielleicht 15 Leute oder vielleicht nur zwei oder nur eine Person, die auch irgendwie ausgrenzen, dumm anmachen, vielleicht auch mobben. Und auf der Welt gibt es so viele Menschen, es gibt immer einen Mensch, der auch so akzeptiert, wie ihr seid. Und was ich auch gut finde, ne, viele Leute, die auch gemobbt werden, haben eigentlich eine mega gute Persönlichkeit, sind liebe Menschen und auch vielleicht Leute, die halt auch sehr viel Liebe zu verteilen haben, ne. Und damit sie auch wissen, es ist cool, dass ihr doch nett seid und nicht vielleicht aus irgendeinem riesigen Assi auf der Welt gekommen seid, wenn ich das mal so irgendwie ausdrücken kann. Heute bin ich halt mit dem Lift zum dritten Stock gefahren halt, weil dort die Wohnung ist. Als ich dann halt mit dem Lift hochfuhr, gibt es dort einen Spiegel und habe dort auch gesungen, so wisst ihr. Und auch heute vor der Aufnahme habe ich auch ein bisschen gesungen, so ist irgendwie cool. Musik ist echt cool, Leute. Ich war jemand damals als Kind, der kaum Musik gehört hat und wenn dann irgendwelche Videospiel-Soundtracks. Und heute bin ich echt froh, dass es halt einige Musiker gibt, die mich halt immer wieder auch bei Situationen glücklich machen. Und ich habe auch, je nach so Laune von mir selber, Künstler, die ich halt gerne höre. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein bisschen trauriger bin, dann höre ich gerne mal Crow als Beispiel. Oder wenn ich irgendwie voll so, einfach voll die gute Laune habe, dann höre ich einfach mal vielleicht Al Guni zum Beispiel. Oder, ja, Shindy habe ich auch sehr oft gehört, aber da habe ich schon so tot gehört, der Shindy. Aber Shindy ist cool. Oder heute habe ich zum Beispiel auch Apecrumb gehört, die haben ja zwei Alben. Ist sehr cool, dass es einige Musiker gibt, die ich halt echt mega feiere. Und sonst gibt es vielleicht noch Leute, die sich sonst fragen, was so bei mir abgeht. Habe auch lange nicht mehr gestreamt, was mir ein bisschen leid tut. Aber, ja, man kann es einfach mal so sagen, dieses Jahr war einiges los. Und, habe mir auch viele Gedanken über ein paar Themen gemacht dieses Jahr. Manchmal, wenn man so viel im Kopf hat, ich glaube, ein Mensch macht ungefähr 60.000 Gedanken an einem Tag. Und ich hatte dieses Jahr so viel im Kopf teilweise und auch recht viel zu tun. Und ich hatte aber irgendwie gar keinen freien Kopf, irgendwie zu streamen. Durch einige Streams habe ich erst schon öfters gemerkt, wer halt mega aktiv ist. Und ich schätze das echt sehr wert. Also, ja, Leute, die wirklich immer aktiv sind, das ist echt immer mega wertvoll für den YouTuber auch selber. Und natürlich verliert man auch immer wieder viele Zuschauer, also Zuschauer kommen und gehen. Und Leute, die vielleicht irgendwie seit 4 Jahren oder so dabei sind, das sind so wertvolle Zuschauer und das ist echt mega krass. Also wirklich da coole Sache, dass ihr schon so lange dabei seid. Sollten da irgendwelche Leute dabei sein, die halt schon so lange dabei sind. Es gibt auch Leute, die vielleicht für 2 Monate mega aktiv sind und dann komplett verschwunden sind. Gab schon alles. Nur ganz kurz ein Gedanke, der mir noch aufkam. Wenn ihr ein Profil wieder auf YouTube habt, dann kann man sich auch viel besser merken, wer ihr seid, weil natürlich, ich kenne viele Kommentarschreiber von euch und ich bin jemand, ich lese alle Kommentare, gibt es auch öfters Leute, die sich fragen, kann da die Kommentare lesen? Ja, kann ich und zwar sehr gut. Aber ich lese nicht immer jeden Tag Kommentare. Es kann auch sein, dass ich vielleicht mal eine Woche keine Kommentare lese und dann alle Kommentare nachlese. Das ist auch ein Grund, weshalb ich teilweise auf Kommentare eingehe, die 7 Tage alt sind. Ja, aber ich lese alle Kommentare und ich freue mich immer über Kommentare und bin dankbar, wer dann noch bis heute dabei ist und die Videos anschaut. Aber hey, ich wollte nur über ein paar Themen reden und bin dankbar, wer der mir zugehört hat. Hier sollten noch 2 Videos verlinkt sein. Unten ist noch mein Twitch-Kanal verlinkt oder mein Twitter-Account. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ja, okay. Tschüss und übrigens, ich mache dieses T-Shirt, das ist cool. Diddy Kong ist cool. Danke fürs Zusehen und ja, das war ein bisschen random, das Ende, egal. Also, tschüss Leute, tschüss.